Herzlich willkommen bei BMTV Urban. Mein Name ist Finn. Jetzt gibt es für euch einen Urban Recap. Bleibt dran, denn wir verlosen noch ein paar Tickets für die Life is Pain Tour 2017. Da kommen PA Sports, Mosh 36 und Kianush nach Berlin ins Binu. Aber dazu später mehr. Ali Boumaier wird ein weiteres Feature auf Black Friday werden. Ja, der hat nämlich auf Facebook jetzt gepostet ein Bild, wo er in der Booth steht und hat darüber geschrieben Black Friday. Das Ding ist für mich auch kein großes Wunder so. Ali Boumaier war mir eigentlich klar, dass er auf dem Album drauf ist. Shindy wurde bis jetzt noch nicht angeteased. Ich denke mal, aber auch safe, dass der drauf ist. Ja, damit haben wir einen ziemlich großen Anteil von erst guter junger Mitglieder. Ob noch was extra drauf kommt, Flair, wie gesagt, und AK aus von Kontrolle haben wir auch noch. Ich bin gespannt, was noch kommt. Wir haben die Tracklist zum Maximum bekommen, das Kollabo-Album von Casey Rebel und Summer Jam, und wir haben hier 15 Tracks. Und das Ding ist, wir haben eigentlich nur zwei Feature-Gäste. Der eine wissen wir schon, Adel Tawil, so, das war ja schon klar. Und darüber hinaus aber ein internationales Feature, und zwar Amza. Amza ist ein französischer Rapper, gönnt euch auf jeden Fall mal was von dem auf YouTube. Sehr, sehr nice, auch trappy as fuck das ganze Ding. Ich glaube eh, dass dieses ganze Maximum-Album ziemlich Trap- und Afro-Trap-lastig wird. Autotune auch richtig viel dabei. Ja, muss man wissen, ob man Afro-Trap so gern mag. Aber auf jeden Fall finde ich, dass Casey Rebel und Summer Jam das bei ihrem Track, den sie jetzt rausgebracht haben, schon ganz gut bewiesen haben, dass sie es nice machen können. Ich freue mich drauf. Eine weitere Tracklist haben wir jetzt von Kollega bekommen, nämlich von dem Golden Era Tour Tape. Da haben wir eine Tracklist, die beinhaltet 28 Songs. Tool ist viele Features drauf, ich glaube 19 sind es an der Zahl. Merkwürdigerweise haben wir Farid und Casey nicht da drauf, aber wenn wir drauf haben, das feiere ich richtig krass, das fucking Favorite, Mann. Er macht was, er macht wieder was. Er ist mit Karate Andy auf einem Track Nummer 24, Purple Was the Haze, They Gave Me. Ja, das wird auf jeden Fall cool, ich freue mich mega drauf, Favorite mit mir zu hören, so, der war ja sehr irgendwie, der gibt es ja gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich will unbedingt das Favorite wieder draufbringen, Alter, ich feiere Favorite so hart. Ja, das Ding ist aber, dieses komplette Tour-Tape-Dingsbums wird es ja nur in diesem Gold Award Edition Dingsbums geben, das kostet halt 150 €, so, ich weiß halt nicht, wer sich das kauft, so, wenn du halt ein richtig krass eingefleischter Kolle-Fan bist, so, dann gönn dir das, aber so ein normaler Dude, wie ich es bin, wird sich, glaube ich, Kolle, nicht 150 € an die Wand hängen wollen, so, also, keine Ahnung, ich find's ein bisschen viel, aber gut, sind nur 30 Tracks drauf, ne, muss man halt wissen. Was in Bezug darauf ziemlich interessant ist, ist, dass Flair auch am 30. Juni released. So hat er das Ding nach hinten geschoben, hat er in seinem Ansagevideo gesagt. Das heißt, wir haben einfach denselben Tag an dem Kolle und Flair releasen. So, das ist einfach richtig nice, weil Kolle und Flair sich halt die ganze Zeit immer schon beefen. So, und jetzt haben wir einfach direkt denselben Release-Tag und wir werden gucken, wer von den beiden besser chartet. Auch wenn Charten, ich sag's immer wieder, nichts damit zu tun hat, ob du gut oder schlecht rappst oder ob das eine gute oder schlechte Platte ist. So, das mal dahingestellt. Auf jeden Fall wird das aber nochmal ein bisschen Beef-Stimmung aufrufen zwischen den beiden. Auch nochmal so ein Ding für Promo, Diss für Promo-Moves, so, wer weiß, ob da noch was kommen wird, keine Ahnung, müssen wir sehen. Eine Sache, die mich ein bisschen verwundert, dass Flair noch in seinem Ansagevideo sagt, ist, dass es keine Features auf dem Collab-Album geben wird von ihm und Jalil, also nur die beiden werden da drin sein. Das Ding ist, Bushido hat ja auf seinem Ansagevideo gesagt, dem letzten oder dem vorletzten, dass Flair auch bei ihm oft in der Booth ist oder im Studio ist und auch Sachen für sein Album macht. So, die Frage ist jetzt, wenn Flair auf dem Collab-Album keine Sachen, keine weiteren Features hat, dann denke ich mal, dass das Ding mit Bushido vielleicht für Flair-Solo-Projekte werden, so. Wer weiß, ich weiß es nicht, sagt immer, komm jetzt, dies, das. 257ers sind mit Holz der Single Platin gegangen. Digga, krass, so. Hätte ich echt nicht erwartet, weil ich diesen Song einfach 0,0 feier. Aber gut, okay, ich meine, die machen jetzt so ein bisschen poppigen Sound haben sie jetzt und nicht mehr diesen ganzen Verdruckten, den sie damals hatten. So, damals habe ich die wirklich so ein paar alte Dinger, von denen habe ich das Original gefeiert, aber da war ich auch 16 oder so. Ja, jetzt halt ohne Keule, zu zweit nur noch, mit Holz und diesem ganzen Mikrokosmos-Ding. Gut, hat mich eigentlich persönlich 0,0 angesprochen, das Ganze. Ich habe es mir einfach original nicht angehört. Oder nur mal kurz reingehört, so. Wie gesagt, scheiß drauf, sind Platin gegangen mit der Single. Sehr, sehr geil dafür. Haben auch ihren Vertrag bei Selfmade verlängert. Und Selfmade hat auch gesagt, dass die jetzt an einem neuen Album arbeiten. Also, dass sie neue Tracks producen. Ob da Keule vielleicht wieder ein kleines Feature bekommt oder nicht, weiß man nicht. Die beiden Jungs haben ja auch gesagt, dass sie Keule immer wieder gerne aufnehmen würden und ihm da alle Türen offen stehen. Aber der Moist hat irgendwie keinen Bock mehr auf Fame, hat er einfach gesagt. So, Digga. Aber gut, sein Bier, ich weiß nicht, was da passiert ist. Wenn ihr mehr wisst, packt's mal in die Comments bitte, ne? Wir haben einen neuen Track von Materia namens Das Geld muss weg. Ja, das ist im gleichen Style gehalten wie schon seine Videos davor. Ich glaube, die werden uns alle so ein bisschen anteasen, wie sein Film da werden wird. So, das ist alles sehr filmisch, sehr viel mit irgendwelchen Effekten, sehr viel mit irgendwelchen
After Effects und UFOs, die reinfliegen und so, also videomäßig richtig geil. Alles halt sehr poppig, ne? Aber ich finde bei Materia, das juckt mich bei Materia einfach nicht. Ich keine Ahnung warum so. An sich mag ich diesen ganzen Poppy-Trap-Shit nicht so. Oder generell Pop-Rap so, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber bei Materia finde ich es geil. Der Track Hurensohn Holocaust von PA Sports featuring Kollega hat ja jetzt irgendwie auch voll die Wellen geschlagen, weil ja Julians Mutter beleidigt wurde, die auch dann irgendwie nicht mehr lebt und so und blabiblub. Und da wurden ja auch Milliarden Rapper gedisst. Okay, übertrieben, ein paar Rapper wurden gedisst. PA Sports hat dann auch aber im Interview danach gesagt, dass halt auch diverse Rapper einfach nur gedisst wurden, weil sie einfach Rapper sind, so ohne irgendeinen persönlichen Bezug. Und da weiß ich nicht, ob ich das cool finde, so, weil das Ding ist, Battle Rap hin oder her, so eine Sachen, ja. Aber ich finde, wenn du Rapper disst auf einem Track, dann musst du mit denen ein persönliches Problem haben, so. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der das so sieht. Ich glaube aber nicht, weil, Digga, wenn du einfach nur so random irgendwelche Rapper disst, so, was ist das? Warum machst du das? Das ist einfach nur so Aufmerksamkeitsscheiße und, also warum, so. Du rennst ja nicht auch zu irgendeinem Typen und beleidigst ihn einfach, obwohl du nicht irgendwie mit ihm zu tun hast, so. Aber ey, was sagt denn ihr? Müsst ihr... Seid ihr der Meinung, dass man halt einen Diss-Track oder einen Diss auf dem Track machen sollte, wenn man ein persönliches Problem hat? Also muss da was hinterstehen oder einfach so aus der Luft gegriffen? Also ich weiß nicht. Packt's mal in die Comments. Ja, das war's schon wieder mit einem Recap. Diesmal ein bisschen kürzere Folge. Tja, nächste Woche Freitag geht's weiter damit. Dann gibt's einen neuen Recap. Kommen wir jetzt aber zu der Verlosung für die Live is Pain Tour für den Auftritt von PA Sports, Mosh 36 und Kianush in Berlin. Das ist nämlich im Binu am 12.11. Der Einlass ist um 19 Uhr. Ihr kennt die ganze Sache, geht hier unten in die Beschreibung. Dort seht ihr, was ihr für die Verlosung machen müsst. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Adios.